Vom 4. bis 17. Februar 2013 findet in Schladming das Ski-Event des Jahres statt, die FIS Alpine Skiweltmeisterschaft. Ein Sportereignis dieser Größenordnung erfordert natürlich bereits im Vorfeld jede Menge Vorbereitungen. Die Verantwortlichen sind aber bemüht, die Einschränkungen rund um die Pisten und Parkplätze so gering wie möglich zu halten. Ja, es ist ja so, dass am 21. Jänner der Zielhang gesperrt ist. Der wird jetzt vorbereitet für die ganzen Rennen, die da drauf sind. Dann ab 24. Ist die FIS-Abfahrt ab der Planet 3 Talstation gesperrt. Und ab 23. ist die Streicherabfahrt ab der Poser-Überführung gesperrt. Und bis wann werden diese Pistensperren andauern? Wenn das Rennprogramm plangemäß über die Bühne geht und die Spielbewerbe richtig stattfinden können, das setzt voraus, dass die Witterung das zulässt, dann ist es so, dass ab 10. Februar die Pisten bis zur Mittelstation wieder frei sind. Die Pisten bis ins Tal sind bis 19. Februar gesperrt. Es ist so, dass wir mit den Hüttenwirten eine sehr gute Einigung treffen haben können, dass die Hütten ab 17 Uhr gesperrt sind. Und die Betriebszeiten der Seilbahnen wurden verlängert. Das heißt, man kann bis 17.30 Uhr mit der EOB, also mit der Planeibahn, ins Tal fahren, beziehungsweise mit dem Golden Jet ebenfalls bis 17.30 Uhr, weil wir ja die Gäste bitten, den Golden Jet zu nutzen, weil der eigentlich unabhängig vom Rennen ohne Barriere befahren werden kann. Ja, und welche Möglichkeiten gibt es für die Skifahrer auf dem Berg? Kann man die Vier-Berge-Skischaukel sozusagen befahren? Die Vier-Berge-Skischaukel ist ja so groß, dass sehr viele Pisten übrig bleiben. Es ist ja nur eigentlich der zentrale untere Teil der Planei gesperrt. Es ist so, wenn wir jetzt auf die Planei blicken, dass der Golden Jet, der Lachkogel, die Märchenwiesen, Mitterhaus und Sonic, also diese Achse, vollkommen unberührt ist. Dann ist auf der Ostseite der Planei, beim Planei 6er, ebenfalls keine Einschränkung, nur der Burgstall ist die halbe Piste für ein Training gesperrt. Die Hochwurzen ist völlig unabhängig und auf der Reitalm und auf der in Hauser Kreibling sind kleine Bereiche gesperrt für Trainingszwecke. Und zur WM wird ja auch ein großer Gästeandrang sein. Wie sieht es da bei der Parkplatzsituation aus? Die Parkplatzsituation sieht so aus, dass wir jetzt ab 28. die Parkplätze im Service-Deck bzw. im Planei-Parkhaus sperren müssen für die Veranstaltung. Wir haben aber Ersatzparkplätze draußen bei der Planei West und wir bitten eigentlich die Gäste, diesen Parkplatz zu benutzen. Tagesaktuelle Informationen zu den geöffneten Pisten sowie den Betriebszeiten auf der Planei erfahren Sie unter www.planei.at.